Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen bei Captive 4 Folge 5. Und da plumpst uns gleich nochmal so ein schöner Setzling hier runter von einem Baum, da war auch noch einer, zack, nehmen wir natürlich mit. So, und zwar Aufgabe für heute ist es, die Kühe hier mal einzusperren, die wir da bekommen haben. Ich hoffe, die sind noch nicht alle abgehauen. Ne, die sind noch da. Und zwar müssen wir da ganz schnell mal Zäune basteln. Wir haben ja hier schön unseren, ja, Baum gerodet, sodass wir jetzt hier auch eigentlich genug haben müssten an Material. So, dann nehmen wir das uns erstmal mit. Das ist egal. So, und dann bauen wir uns doch mal eben ein paar Zäune. Machen wir das mal so. Und wo sind sie? Da machen wir das mal so. Und dann machen wir das mal. Warte mal. Ich will so ein paar aufheben. Na, mach erstmal so. Wie viel haben wir denn? 24. Komm, machst du hier nochmal so. Dann machst du die beiden da noch. Und dann machst du so. So, dann hier hin, dahin. Dann machst du dahin, dann machst du dahin. Und dann machen wir so und so. Und dann machen wir nochmal eben so. Genau. Okay. Sollte ausreichend sein. Bisschen durcheinander gerade gewesen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall 42 Zäune. Und die sollten fürs Erste eigentlich ausreichend sein. Ich werde das auch gleich ein bisschen breiter bauen. So nämlich. Oh. Ja, Kuh, geh da mal hin. Das war aber perfekt gewesen. So hat mir das vorgestellt. Ups. So, man, die Setzlinge, die plumpsen aber heute wieder. So, dann machen wir dann. Okay, da müssen wir aufpassen, da darf nichts sein. Gib mir mal Setzlinge, ja. So, jetzt müssen wir irgendwie die Kuh hier noch irgendwie da reinbekommen. Nein! Nein, 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 bleib da drin, bleib da drin. Bleibst du wohl da drin? Die ist aber dickköpfig. Oh Gott, die ist dickköpfig. Eine dickköpfige Kuh. So. Okay. So, und jetzt nehmen wir nämlich hier so ein Teil. Das packen wir am besten hier hin. So daneben. Das reiße ich mal kurz nochmal auf. Zack. Perfekt. Funktioniert. So. Und wie viele Kühe haben wir denn noch? Da sind noch zwei Kühe. Die müssen wir jetzt irgendwie da noch mit reinkriegen. Und zwar habe ich mir da auch was überlegt, wie wir das hinkriegen. Und zwar mit locken wir die. Und zwar mit dem Weizen. Dann können wir auch schon wieder den nächsten Erfolg machen. Ah, der ist noch nicht fertig, oder? Mein Gott, das dauert auch alle seine Zeit hier. So, dann können wir ganz kurz nochmal die Sachen wegpacken. Erstmal unser Werk. Oh, hier ist was Neues dazugekommen hier. Hier so eine komische Flasche da. Hier Teller sind dazugekommen. Was ist das denn? Borch! Ah, wir haben jetzt auch hier wieder was Neues zu futtern bekommen. Mein Gott, das ist aber auch. Also, jetzt werfen sie uns hier wirklich zu mit Essen. Nicht, dass ich mich beschweren würde, aber es ist schon eine Menge hier, also. So, wenn wir mal alles hier mal ordentlich machen. Baumaterial ist neu dazugekommen. Unter anderem hier diese Hölzer. Das ist auch gut. Ja, die Pfeile jetzt, also mein Gott. Uff, ja. Komm, dann packe ich die da mal hin. Das sind ja so eine Special-Pfeile. Was ist das hier schon wieder? Rohes Schweinefleisch. Gebratenes Schweinefleisch, ja, das passt. Können wir auch nochmal durchnudeln. So, Steak ist neu. Oh Gott, Truhe. Steak ist neu dazugekommen. Gold, es kommt in eine andere Kiste rein. Ganz viele Setzlinge sind dazugekommen. Holz ist dazugekommen. Das packen wir mal dahin. So, okay. Soweit. System ist drin. Gut, was machen wir jetzt, Freunde? Jetzt ist es die Frage, die nächsten Erfolge, die wollte ich schon ganz gerne noch holen. Und zwar, ist das gerade richtig gesehen oder habe ich den woanders hingepackt? Nee, das ist richtig. Wobei, so ist noch ordentlicher. Und zwar, hier müssen wir noch ein bisschen warten, bis die reif sind. Das dauert hier ziemlich lange, finde ich ein bisschen doof. Beim nächsten Mal werde ich die im Boden einlassen. Mal sehen, ob es da schneller geht.
Das heißt, wir nutzen jetzt die Zeit und werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen angeln. Vielleicht haben wir Glück und wir ziehen Leder raus. Das ist einfach jetzt so, dass wir das sinnvoll nutzen, weil da muss da oben Weizen, also der muss wachsen, der Weizen, und ich will mich nicht zu weit entfernen, sodass die geladen sind und wachsen können. Und in der Zeit angeln wir jetzt einfach. Also wir kommen nicht drum rum, wir müssen eh angeln. Wegen Leder brauchen wir halt, ne? Und ja, den Kuhschubser-Erfolg zum Beispiel zu bekommen, dass wir dann auch die Kühe paaren können. Das ist dann so die nächste große Aufgabe. Also zweimal Weizen müssen wir auf jeden Fall noch uns ranholen. Ja, und dann können wir uns an die nächsten Erfolge machen mit dem Diamanten zum Beispiel, der dann wirklich als nächstes kommt. Oder bahnfrei, den könnte man jetzt auch schon machen, wenn wir wollten. Da kommt jetzt erstmal ein Fisch und da haben wir was rausgezogen. Das scheint hier noch so ein kleiner Bug zu sein, glaube ich. Naja, warten wir mal ab. Weizen, du wachst doch mal. Furchtbar. Hm. Ja, Erde haben wir ja auch noch, zum Glück. Das heißt, wir können hier wirklich theoretisch ein schönes Feld anbauen. Oben natürlich auch. Ein bisschen braucht er wohl noch, bevor er ganz fertig gewachsen ist. Ja, im Angeln war mal ein bisschen fröhlich hier. Hm. In dem Tümpel hier, was ist los? Hallo. Na, beißt aber... Oh, beißt aber nicht wirklich an. Doch jetzt. Und wir haben... Was war das? Ein Fisch. Schade. Ich dachte eben, das wäre, ja, ich habe gerade halt gedacht, das wäre auch irgendwie was Cooles, was wir gut gebrauchen könnten. Oh Gott, ey, das dauert ja noch ewig hier. Ja, Leute, da wird es ein bisschen langweilig. Jetzt mal ein bisschen angeln halt. Mal gucken. Ein bisschen werden wir sie mal reinhalten. Vielleicht passiert was. Ich könnte natürlich auch Schnelldurchlauf machen. Wäre auch eine Idee. Dann immer einschalten, wenn wir das nächste rausziehen. Aber ist auch für euch wahrscheinlich ein bisschen blöd. Hm. Ich will den Weizen haben. Komm, Leder. Hallo. Hm. Und was haben wir rausgezogen? Wir haben eine Wasserflasche Wirkungslos rausgezogen. Das ist ja Wahnsinn. Also dann haben wir hier wieder so ein Mischmasch-Gedöns da rausgekloppt. Also ich packe die Angel jetzt mal wieder weg. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf Angeln, weil mir ist ein bisschen mehr nach Action, ganz ehrlich. Das ist selten, dass ich das sage, aber momentan habe ich doch eher Bock auf Action. Und aus diesem Grund, ja, gehen wir jetzt wieder in den Untergrund zurück. Und gehen mal ein bisschen auf Mission. Hier packe ich nur mal kurz vorher noch den Fisch rein. Die müssen da oben jetzt halt warten, bis die hier fertig gewachsen sind. Also eine Runde nach unten können wir auf jeden Fall. Hier esse ich erstmal gleich ein Stück. Ich überlege nur, ob wir noch was brauchen. Ich glaube, ich nehme mir noch ein bisschen Essen mit, oder? Weil da müssen wir nicht gleich wieder nach oben. Und wir haben noch genügend. Hier zum Beispiel diese Suppen, da könnte ich ja mal mitnehmen. Diese Borsch-Suppen. Dann haben wir die doch auch schon mal verbraucht. Ist doch cool. So, Rüstung habe ich jetzt immer noch nicht um. Ich versuche es mal noch ohne Rüstung hinzukriegen. Und ja, weiter nach unten. Blub. Das ist natürlich besonders gut für die Gesundheit. So, hier war die Lava. Müssen wir vorsichtig sein. Irgendwo war sie hier. Zombie-Falle bauen habe ich jetzt auch keine Lust. Irgendwie habe ich jetzt Lust auf Diamanten. Ich weiß auch nicht. Leute, ich habe Lust auf Diamanten und auf Verzauberungstisch. Das wäre jetzt richtig cool. Wow, wir haben uns auch schon ganz schön tief nach unten gegraben, Freunde. Hier ging es auch irgendwo runter. Ja, hier. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Stimmt, ich erinnere mich. Hier sind wir stehen geblieben zuletzt. Da steht einer. Und der hat coole Stiefel an. Hallo? Ich will deine Stiefel haben. Und gib das sie mir. Nee. Okay. Es geht noch weiter runter. Mhm.
So, noch weiter. Oh, das geht hier richtig nach unten. Und hier scheint was stehen geblieben zu sein, oder was? Ach so, weil wir keine Fackeln hatten. So. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Erstmal ein bisschen heller, würde ich sagen, auch gleich. So, hier bauen wir uns da mal was ran. So. Und da. Nicht, dass wir da runterplumpsen. Und hier muss auf jeden Fall eine Fackel hin. Aber sowas von. Okay, fette Höhle hier. Ah, hier ist auch so eine Ecke, die ist sehr... Duscht da. So. Jetzt haben wir hier unten scheint es ja irgendwie weiterzugehen. Machen wir auf jeden Fall auch ausleuchten. Was ist da? Da ist eine Kiste. Kommen wir noch nicht ran. Schade. So, jetzt haben wir es ausgeleuchtet. Und hier ist jetzt so ein... Ja, was ist das denn? Das ist jetzt interessant. Kann ich... welche Höhe haben wir? Wir haben die Höhe 91. Da dürfte normalerweise nichts sein. Jetzt sind wir... Was ist das denn? Was ist das? Das ist irgendein Raum. Und ich glaube, ich will gar nicht wissen, was das da jetzt für ein Raum ist. Deswegen baue ich mich mal geschickt außen rum und gucke mir das dann mal aus einer anderen Sichtweise an. Zum Beispiel aus der hier. Mal gucken, was das hier wird. Das ist Glas, ne? Das ist Glas. Man kann da drauf laufen, das ist Glas. Öfter mal was Neues, interessant. Dann können wir das zumindest mal hier erstmal wegnehmen. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier ein Creeper ankommt und das hier wegsprengt. Das ist ja mal faszinierend hier. Da ist offen. Oh. Ja, Moment, eins nach dem anderen. So. Ich will da nicht runterspringen. Da ist auch was. Da ist... Ich sehe einen Namen. Da ist ein Timer. Da ist eine Uhr, die zählt rückwärts. Das ist immer nicht gut, wenn man rückwärts zählt, Leute. Müsst ihr euch in Acht nehmen. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nicht gesehen. Also ich glaube, wir werden diesen Bereich mal safen. Jetzt gehen wir mal hier runter. Okay, da ist... Schnee oder was ist das hier? Okay, das sind nur so eine Platten. Kann ich hier irgendwas bauen? Nee, das geht auch nicht. Das Einzige, was ich machen könnte, ist Wasser runterlaufen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Warum ist da eine Zahl? Ich habe auch keine Truhe bei. Habe ich irgendwas Wertvolles bei? Eigentlich nicht. Leute, soll ich einfach mal ein bisschen Wasser hier runterlaufen lassen? Dann kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Also ich glaube, wir machen das mal. Ich werde hier...
Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Das ist Bedrock. Gut, dann mache ich das so, dass ich da auf dem Bedrock erstmal raufgehe. Ja, jetzt kein Pussy-Mode. Also jetzt ist es natürlich spannend, weil wir wissen nicht, was passiert. Aus dem Grund. Das ist Schnee. Ich würde es gerne so machen, dass ich da auf dem Bedrock springe. Okay. Leute, was passiert hier? Hallo, hier ist Position 1. Was heißt Position 1? Leute, jetzt hört hier bloß auf. Hier passiert doch bestimmt gleich was, oder? Witherfold? Was? This Witherfold is locked. Ich bin hier irgendwo. Okay, es passiert gar nichts. Warum nicht? Hier passiert ja gar nichts. Ich hatte hier gerade voll den Schiss gekriegt. Ja, hier passiert ja gar nichts. Muss ich hier irgendwas machen? Fehlalarm. Kann passieren, kann passieren. Fehlalarm. Okay. Naja, dann würde ich sagen, weiter nach unten. Da haben wir uns hochgegraben. Und dann werden wir hier runtergehen. Ist ja aufregend. Ah, Leute. Habe ich gerade Schiss gekriegt, ganz ehrlich. Dachte ich schon wieder, oh Gott, was passiert denn da jetzt? Das ist doch nicht normal. Ne? Da haben wir gerade noch mal ein bisschen Spannung hier, den Spannungsbogen aufrechterhalten. Aber ich gebe es zu, ich war im Pussy-Mode. Hab gesagt, so, oh, scheiße, jetzt erstmal aufpassen, nicht, dass wir hier gleich sterben tun. So. Okay. Ja, da waren irgendwelche Zahlen, ne, die ich da. Oh, was haben wir denn da? Eisen. Eisen, gut. Brauchen wir. Na, da Mensch, dann ist ja doch vielleicht bald meine Rüstung fällig. Jetzt vielleicht schon wieder eine Spinne. Oh, ich will noch viel, viel weiter runter. Ich will endlich die Diamanten haben. Wir haben jetzt auch gleich schon wieder die erste. Oh, es ist die erste. Eisenspitzhacke, die wir dann ja also versaut haben, im Endeffekt verbraucht haben, versaut. Oh, jetzt haben wir hier Erde. Okay. Da noch mehr Erde. Und da spricht ein Villager-Zombie mit mir. Okay. Gut, dann machen wir hier mal gleich mal ein bisschen Platz. So, wie machen wir das? So, machen wir erstmal das weg. Mal ein bisschen Platz schaffen. Okay, die scheinen tiefer zu sein. Also, die glaube ich jetzt nicht. Ich mache hier mal so eine kleine Fläche rein. Ich würde ganz gerne nämlich das mitnehmen wollen, die Erde. So. Dann versuchen wir mal das hier noch rauszukriegen. Ja, auch das geht. Okay. Okay. So. Einmal den. Und weiter nach unten. So. Ja, ein paar 5 Minuten, 6 Minuten haben wir noch. Bis jetzt halten wir uns wirklich immer sehr gut an die Zeit, die wir uns vorgesetzt hatten, mit 25 Minuten. Das finde ich passt. Wir sind nur noch recht am Anfang in diesem Projekt. Wir sind schon verhältnismäßig weit gekommen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Das sieht aber auch interessant aus. Das muss ich mir direkt nochmal genauer angucken. Warte mal, da setzen wir doch glatt mal. Okay.
Mr. Creeper? Den haben wir erwischt. Das ist übrigens noch ein Creeper. Der hat den jetzt erstmal weggefetzt. Ein kleiner Dungeon hier. Wunderbar. Kommen wir aber momentan noch nicht ran. Deswegen egal. Aber es gibt hier jede Menge Spinnfäden. Die haben wir auf jeden Fall auch schon mal sicher. Lassen wir mal da mit einer Fackel schön ausleuchten. Klasse. So. Dass man da kein Wasser setzen konnte, das finde ich übrigens gerade richtig merkwürdig. Das haben die extra so programmiert, glaube ich, wieder. Oh, da geht's nach unten. Und da sehe ich Lava. Sieht erstmal auf den ersten Blick ein bisschen gefährlich aus. Gucken wir gleich. Aber auch hier sollten wir uns noch... Okay, das kommt nur einfach Lava, die rauskommt. Ich lasse die da, glaube ich, auch, oder? Okay. Ich überlege. Ich will da aber auch nicht reinfliegen, deswegen... Ich werde sie mal... Pass mal auf. Einmal so. Und einmal so. Okay. Fackel haben wir gesetzt, Licht haben wir. So, jetzt gibt es hier gleich jede Menge Spinnen, wie sich das anhört. Und ich sehe schon, die ersten... Da komme ich mal hier ran. Okay, Mr. Zombie. Oh, und ein Creeper. Zwei Creeper. Okay. Na, komm hoch. Ja, hätte ich die Lava mal zugemacht, denken jetzt einige wahrscheinlich. Ja, nur gut. Könnte man ja immer noch machen. Erstmal zumachen, ja. So, da steht er, der Gute. Lassen wir ihn da auch mal. Ja, dumm gelaufen. Moment, Freunde. Noch haben wir kurz ein bisschen Zeit, bevor die Folge vorbei ist. Wir machen jetzt das Gleiche. Nur ein Block versetzt. Dann kommen wir da nämlich auch runter, glaube ich. So nämlich. So. Zack. Das nehmen wir mal eben weg. So, da werde ich die Lava schließen. Wir haben genug Lava. Deswegen machen wir den Block zu. Wir wollen ja eh weiter nach unten und da stört uns das nur. Okay, und hier machen wir einfach... Dichte. So. Nur die Höhlenspinnen können jetzt noch hier rauskommen. Aber Creeper und Dings können da nicht mehr rauskommen. Das ist gut. So. Dann hier runter. Lava ist weg. Da kann nichts mehr passieren. Die Sachen kriegen wir auch noch wieder. Was der Creeper uns da kaputt gemacht hat. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So. Okay. So, und dann können wir weiter nach unten. Lohnt sich hier nicht in der Richtung, deswegen grabe ich mich hier weiter runter. Ja. Dann graben wir uns hier weiter runter. Boah, Freunde, hier, Spannung steigt schon wieder. Also bis man hier ganz nach unten gekommen ist, da vergeht wieder wirklich einiges an Zeit. Wahnsinn. Da höre ich oder sehe ich wahrscheinlich die Endfestung. Das sieht mir ganz danach aus.
Und jetzt würde mich das nicht wundern, wenn wir jetzt gleich eine Bekanntschaft machen würden. Nee, auch wieder Zombie. Also das verwundert mich jetzt tatsächlich. Ich habe leider kein Wasser bei. Okay, da können wir mal was ranbauen. Schade, dass ich kein Wasser dabei habe. Und es geht nicht. Wie geht's? Ach du Scheiße. Ach! Nein! Nein, 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 nein! Nicht! Oh Gott! Nein! Leute, der erste Fail, der erste richtige Fail. Aber wir haben es gefunden. Ja, da war eine Stufe gewesen. Habt ihr gesehen, ne? So, die Folge ist auch vorbei. Scheiße, Leute. Aber die Sachen, die holen wir uns natürlich noch. Deswegen werden wir diese Folge auch wieder ein bisschen länger machen, sodass ihr auch seht, dass ich die Sachen nicht mehr einfach gebe, sondern wir holen uns die selbstverständlich. Nur wenn ich jetzt zu lange warten würde, dann wären die natürlich weg und das wäre blöd. Aus diesem Grund überziehen wir jetzt diese Folge ein bisschen und ja, eilen jetzt hier ganz schnell nach unten und holen uns unsere Sachen natürlich wieder. Das ist ja klar, die lasse ich da jetzt nicht einfach da unten blöd liegen. Wir haben hier so einen guten Zugang uns gebaut, da wo wir wirklich ohne Probleme eigentlich ganz schnell unten sein müssten. Es geht ja immer nur nach unten hier. Teilweise war es ein bisschen verwinkelt gewesen, aber das ist eigentlich nicht schlimm. Müssen wir nur mal kurz gucken hier, genau. So, weil wir haben schon ordentlich was geschafft und wir haben jetzt das Ende gefunden, also die Endfestung. Da können wir natürlich noch nicht reingehen, um Gottes Willen, wir sind erst in Folge Nummer 5. Und das wäre ja wirklich ein Witz, wenn wir da jetzt schon tatsächlich mit dem Enderdrache anlegen würden. Würde ich auch im Himmels Willen niemals machen, weil erstmal brauchen wir einen Verzauberungstisch und eine gute Ausrüstung. Ihr könnt euch freuen, also das ist auf jeden Fall eine längere Folge. Liegt einfach daran, dass wir jetzt hier ja uns die Sachen wiederholen wollen und dass es alles auf Kamera dann festgehalten wird. Das ist mir wichtig, sodass ihr wirklich jeden Schritt einzeln auch nachrekonstruieren könnt, den wir hier machen. So, wow! So, das war die Geschichte, genau. Und aber irgendwo habe ich mich doch hier. Genau, so war das. Hier sind wir dann darauf gehüpft. Ups. Da müssen wir uns dann mal Leitern bei Zeiten bauen. Ich weiß eh noch nicht, wie wir uns da hochbauen wollen. So, hier waren wir. Ich nehme mir mal eben ein paar Steine noch mit. Hier so ein bisschen Erde zum Hochstecken. So. Jetzt sind wir gleich da. Da, die Sachen sind auf jeden Fall nicht despawned oder so. Da braucht man jetzt keine Angst haben. Da ist es nämlich schon. So, und jetzt müssen wir halt aufpassen. Da sind die Sachen. Das meiste haben wir wohl behalten. Was ist das jetzt? Okay. Müssen wir normal machen, Freunde? Müssen wir normal runter? Oh Gott, wir sind aber schon bei 30 Minuten. Oh Gott, ich will das nicht länger machen lassen. Jetzt komme ich hier in die Eile. Wir müssen jetzt nochmal runtergehen und uns die Sachen holen. Und dann haben wir den Zombie, den haben wir ja zum Glück noch gekillt bekommen. Der müsste, glaube ich, da in die Lava, schätze ich, reingefallen sein, oder? Ich weiß es nicht. Also nochmal den ganzen Weg runter. So. Oh Gott, Leute, die Aufnahme, die geht schon gleich 30 Minuten. Warte mal, so. Ne, pass auf, dann machen wir das so. Ich schalte euch einfach wieder ein, wenn wir unten sind. Dann splitten wir diese Folge einfach kurz ein bisschen. Bei Treppe laufen, da passiert nicht viel. Bis gleich, Leute.